Geboren bin ich in der Stadt Oldenburg. Mein Vater stammt aus dem Jeverland, meine Mutter aus Butjadingen. Beide nahe der Nordseeküste. In unserer ganzen Kindheit waren wir alle Jahre auf den Friesischen Inseln und sind aufgewachsen mit dem Meere. Ich erinnere mich, ich war 3 oder 4 Jahre alt, dass wir in Spiekeroog waren. Und erinnere mich gar nicht, dass dort ein Meer ist, sondern erinnere nur Buschwerk und Häuser. Aber einige Jahre später waren wir in Norderney. Und abends ging mein Vater, mich an der Hand, den weiten Strand hinunter zum Meer. Es war tiefe Ebbe, der Weg über den frischen, reinen Strand war erst immer weiter, so tief war die Ebbe und wir kamen ans Wasser, da lagen die Quallen, die Seesterne und ich war wie verzaubert. Das erste Mal das Meer vor Augen. Nachgedacht habe ich nicht, ich habe nicht gedacht, die Unendlichkeit. Aber seitdem ist mir das Meer sozusagen wie der selbstverständliche Hintergrund des Lebens überhaupt, nämlich die Gegenwart des Unendlichen. Unendlich die Wellen, keine Welle ist gleich der anderen, immer alles in Bewegung, nirgends das Feste und das Ganze in vollkommener, unendlicher Solidität der Substanz. Dieses Meer zu sehen, ist für mich seitdem das Herrlichste, was es in der natürlichen Welt gibt. Es ist das Meer, weil immer im Wandel, weil immer in der großen Ordnung des Unendlichen, wie ein Spiegel des Lebens und des Philosophierens. Alles Feste, herrlich Geordnete, das Wohnen, das Geborgensein, unentbehrlich. Dass es aber dies andere gibt, die Unendlichkeit des Meeres, das befreit gleichsam. Das bringt uns dorthin, wo alle Festigkeit aufhört, aber wir nicht ins Bodenlose versinken, sondern in das unendliche Geheimnis. Die Unendlichkeit des Meeres ist etwas, das uns befreit von dem, an das wir zugleich gebunden bleiben und herrlich finden, nämlich an das Wohnen. Und das Geborgensein. Es geht darüber hinaus. Und dies darüber hinausgehen ist das Wesen des Philosophierens. Es aushalten können, dass nirgends der Boden ist und dass in diesem, wo nirgends der Boden ist, der eigentliche Boden ist, über alles hinaus, wo an nichts eine Fesselung stattfindet, das ist das unheimlich einzige des Meeres, das es sonst nicht gibt. Und dann natürlich so alsbald das Bewusstsein, nein, das ist ja nicht das Leben, sondern das ist das darüber hinaus, der Spiegel dessen, was wir brauchen, wenn wir über die Endlichkeiten unseres Gebundenseins hinausdringen. Dieses elementare Erlebnis, gleichsam barbarisch, mit den reinen Elementen, ist mir in meinem Leben ungemein kostbar gewesen. Die Unendlichkeit des Meeres steht im Gegensatz oder im Unterschied zu allen anderen Naturerfahrungen. Das nächste etwa ist die Landschaft meiner Heimat, die Marschen, vollkommen flach,
Wenn irgendwo eine Erhöhung ist, ein Meter hoch, nennt man das schon einen Berg. Nichts als Himmel, Horizont und ein Ort, wo ich stehe, den Himmel offen nach allen Seiten. Diese Landschaft ist schon Landschaft, ist schon nicht mehr das Meer selber, aber noch sehr nah und mir aus der Kindheit her so vertraut, dass mir eigentlich nächst dem Meere nichts lieber ist als die ganz flache Landschaft. Dann kommen später die Erfahrungen des Mittelgebirges. Das habe ich im Harz schon früh mit 6 Jahren kennengelernt, romantisch, liebenswürdig, fremd, aber interessant. Und später dann die hohen Berge, die Alpen. Mir unvergesslich, wie ich zum ersten Mal im Engadin war und die ganze Großartigkeit dieser edlen Landschaft, dieser Nietzsche-Landschaft erlebte, hatte ich zugleich ein Gefühl, scheußlich. Diese Berge, sie verstellen mir den Horizont. Weg mit den Bergen. Die Berge sind eine Störung in der Welt. Ich übertreibe, aber dieses Gefühl ist mir durchaus geläufig. Die Berge nehmen mir den Horizont weg. So ging es von meiner Kindheit an. Nun aber das andere. Ich war geborgen bei meinen Eltern. Von meinen Eltern kann ich nicht viel sagen. Mein Vater, unbewusst, unbeabsichtigt, ein Vorbild. Ein Vorbild durch sein Verhalten. Nämlich ohne Kirche, ohne irgendwelche Bezugnahme auf eine objektive Autorität, galt es als das Böseste, die Unwahrhaftigkeit, Lügen. Und demnächst, und fast ebenso schlimm, blinder Gehorsam. Beides darf es nicht geben. Darum war mein Vater unendlich geduldig, mir, wenn er etwas forderte, es zu begründen. Wenn ich widersprach, kam nicht der Befehl, sondern die Begründung, warum das vernünftig sei. Mein Vater lebte ein Leben, ursprünglich Landrat, das heißt Amtshauptmann heißt es bei uns, dann Bankdirektor. Das war so die Pflichterfüllung des Verwaltungsbeamten, der nichts mehr begehrte als Freiheit. Deswegen aus dem Staatsdienst ausgeschieden war, weil er keine Vorgesetzten ertrug. Und dann war das Leben aber faktisch auf der Yacht, das heißt mit der Natur, und im Malen. Er hat viel aquarelliert. Dieses Leben bezeugte sozusagen ständig für die Kinder, dass es auf die Pflichterfüllung allein nicht ankommt. Die ist sehr wichtig, unbedingt notwendig, aber selbstverständlich. Das Leben muss einen Hintergrund haben. Darüber wurde kein Wort je erörtert. Aber es wurde getan. Und wir Kinder lebten mit dem Aquarellieren und mit den Erzählungen von der Yacht. Und meine Mutter, im Gegensatz zu meinem sehr ruhigen Vater, ungemein temperamentvoll, unverwüstlich in ihrer Liebe, immer optimistisch für ihre Kinder. Ich, der ich meistens krank war, war im Grunde gar nicht krank, sondern immer war alles großartig. Bei diesen Eltern aufzuwachsen, uns gänzlich unbewusst natürlich, schuf eine Geborgenheit und eine Sicherheit, da war Schutz. Und da war durch mehr als bloßen Schutz, durch die Liebe, eine solche Gewissheit, dass wie später die unangenehmen Dinge kamen, unverlierbar dieser Ausgangspunkt war. Als es allerdings begann, dass ich merkte, und mein Vater es mir sagte, wo die Grenzen seiner Macht sind, wo er mir nicht mehr helfen kann, das war ein großer Einschnitt und ebenso großartig für mich dadurch, weil mein Vater wahrhaftig war und weil ich sah,
Ein Mensch kann nicht alles. Ich erzähle. Die Sache begann in der Schule. In der Schule habe ich einige vortreffliche Lehrer gehabt, Amann, Richter, an die ich mit großer Dankbarkeit denke. Aber ich hatte einen Schuldirektor, der mich nicht leiden konnte, begreiflicherweise. Ich muss das erzählen. Eines Tages kam ich in Konflikt mit einem Turnlehrer. Ich hatte ein ärztliches Attest, sollte gewisse Übungen nicht machen, sollte Jacken nicht ausziehen. Und der Turnlehrer erklärte, das sei Unsinn und verlangte Gehorsam. Und ich war ungehorsam und tat es nicht. Am nächsten Tag begann die Katastrophe. Ich hatte die Disziplin verletzt und der Direktor trieb es so weit, dass er sagte, entweder gehen Sie, ich war in der Sekunde, entweder gehen Sie zu Herrn so und so und entschuldigen Sie sich, oder Sie werden von der Schule entlassen. Dass ich von der Schule entlassen werde, war für mich ein undenkbarer Gedanke. Denn bei meinen Eltern musste ich bleiben. Wie war das zu machen? Der Direktor war unerbittlich. Und mein Vater sagte mir, du musst es selbst entscheiden. Ich kann dir nur versprechen, ich werde bis zum Ministerium gehen, falls der Direktor dich entlassen will, um es durchzusetzen, dass du bleibst. Aber ich vermute, dass das Ministerium niemals rückgängig machen wird, was ein Direktor anordnet. Du musst also selbst entscheiden, was du riskieren willst. Und dann kam ein Lehrer, mein Klassenlehrer, den ich schon nannte, Richter, und sagte zu mir, hören Sie, Jaspers, ich muss mit Ihnen einmal reden. Natürlich haben Sie recht und der Direktor nicht. Aber denken Sie mal, wenn Sie mit Ihrem Rechte jetzt durchkämen, das wäre eine Erschütterung der Disziplin der ganzen Schule. Wollen Sie, um mit Ihrem Rechte durchzukommen, die Disziplin in der Schule in Gefahr bringen? Vielleicht können Sie darüber nachdenken, ob es sich nicht lohnt, nachzugeben, weil es für Sie doch nicht so wichtig ist wie die Autorität der Schule. Aber ich rate Ihnen nicht, ich wollte es Ihnen nur zum Bedenken geben. Nun, das war für mich eine große Erleichterung, insofern, als ich nun ja auch noch was Vernünftiges tat, wenn ich nachgab. Aber das Nachgeben war mir entsetzlich. Ich musste einen Dreh finden und fand ihn auf folgende Weise. Ich sagte zum Direktor, als er es verlangte, ich werde zu dem Herrn gehen und auf Ihren Befehl mich entschuldigen. Machen Sie, was Sie wollen, entschuldigen Sie sich. Ich gehe zum Lehrer, diesem Turnlehrer, und alles war damals in größter Spannung. Dieser Lehrer selber war unangenehm in seiner Verfassung, hatte Angst. Und ich überlegte mir, ich werde ihm Folgendes sagen. Auf Befehl des Herrn Direktors komme ich zu Ihnen und melde Ihnen, dass ich mich entschuldige. Da dachte ich, das ist ein Ausweg. Und ich komme hin zum Turnlehrer. Er empfängt mich und ich sage, Herr so und so, auf Befehl des Herrn Direktors komme ich zu Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Bitte nehmen Sie Platz. Ich freue mich. Danke, sage ich, mache tiefe Verbeugung und gehe weg. Komme zum Direktor, erzähle es ihm und sagte, als ich anfing, es ist mir ganz egal, Sie haben sich entschuldigt, das ist erledigt. Das war nur eines. Nun kam die Prima, die letzten beiden Jahre unseres Gymnasiums. Da gab es die Schülerverbindungen. Diese Schülerverbindungen hießen Obscura, Prima und Saxonia. Es waren in der Tat Verbindungen sozialer Abstufung. Die vornehmste war die Obscura, da war die Finanz und die hohen Beamten. Zweiten Rang, es war die Prima, da waren die mehr geistigen Leute, Lehrer, Pfarrer. Und die Saxonia, das war die geringswertige, da waren Bauern- und Handwerkerkinder. Das sagte niemand. Es war aber faktisch so und jeder fühlte es. Obscura ist das Nobelste. Und ich sagte, ich trete keiner Verbindung bei. Ich will nicht dazugehören. Und dass ich das sagte, war für den Direktor eine Beleidigung. Denn er hatte die Verbindung nicht nur erlaubt, er wünschte sie. Und nun war ich allein. Zu mir kam noch
zwei, drei Leute, aus Gründen, die ich Ihnen jetzt nicht erklären will, das führt zu weit. Und der Effekt war, dass wir nun auf dem Schulplatz, jeder für uns dann, die drei Verbindungen hatten ihre Orte und wir, vierte Gruppe, und so standen wir da. Eines Tages sagt der Rektor, das geht nicht so, ihr müsst alle auf denselben Platz, und verordnete, wo die Obscura steht, da sollt ihr alles stehen. Die Sache wird ein bisschen umständlich. Nun gingen sie alle hin, wo die Obscura stand, nur ich nicht, indem ich erklärte, das sind soziale Rangordnungen, an denen ich keinen Teil habe. Ich bin neutral und parteilos. Darum ist der Ort, wo alle zusammenkommen, mein Ort. Sie müssen zu mir kommen und nicht ich zu ihnen. Wieder meine Genossen leider gingen alle hinüber. Ich saß ganz allein auf dem Spielplatz an drei anderen, an einem Orte die drei Verbindungen. Die bauten mir eine Brücke und schickten mir eine Kommission und sagten, da ich doch mal nun alleine wäre und überstimmt sei, beten Sie mich, dass ich doch nunmehr, um nicht etwas Unmögliches aufrechtzuerhalten, nun auch zu Ihnen herüberkäme, was ich dann auch tat. Aber der Direktor war außer sich und hasste mich. Und er hat mich so gehasst, durch die Jahre hindurch, dass ich, obgleich ich für die Art seines Unterrichts war, ein sehr kluger Mann, noch immer dankbar bin, ich habe was gelernt, kaum einen Menschen so verachtet habe wie den. Es handelte sich um den großen Unterschied von militärischer Disziplin und Schuldisziplin. Von meinem Vater unterrichtet, konnte ich darüber vorzüglich vortragen und dem Direktor klar machen, dass er militärische Disziplin einführe und dass wir uns das nicht gefallen lassen brauchen. Worauf er nur zornig wurde und erklärte, es ist der Geist ihrer Familie, der Geist der Opposition. Wir müssen ein wachsames Auge auf sie haben. Ich werde alle Lehrer veranlassen, dass sie das mit mir haben werden. Ich habe allerdings nun den Rektor meinerseits bis aufs Blut gepeinigt, als er zum Schluss nach dem Abitur und ich ein gutes Examen hatte, mir die große Ehre erwies, ich solle bei der Abschiedsfeier, bei dem der Großherzog teilnahm, die Rede halten in lateinischer Sprache, eine große Ehre, erklärte, nein, Herr Direktor, die halte ich nicht. Nanu, das ist eine Täuschung des Publikums, wir haben so viel Latein gar nicht gelernt, dass wir es sprechen können. Nun, es war also gegenseitig, wie Sie sehen. Und diese Gegenseitigkeit hat ihren Gipfel erreicht beim Abschiedsbesuch. Es war damals üblich, nach dem Abitur beim Direktor und den Lehrern Abschiedsbesuche zu machen. Und als ich bei meinem Direktor war, sagte er zu mir, man sollte es fast nicht glauben. Aus Ihnen kann ja nichts werden. Sie sind ja organisch krank. Das war richtig. Ich dachte nur, wunderlich, war gar nicht weiter betroffen, denn ich hatte so viel Mut durch mein inneres Leben, dass ich, wie auch das Leben sein würde, mit Begeisterung in meine Zukunft blickte, trotz Krankheit. Aber immerhin, die Wendung ist mir unvergesslich. Nun, während dieser Zeit haben auch meine Schulkameraden mich im Stich gelassen. Sie hielten es mit dem Rektor. Immer wenn Differenzen war, war ich der peinliche Mann, der außerhalb stand. Und in dieser Situation, es waren zwei Jahre, die letzten beiden Schuljahre, hat mein Vater mir dann geholfen, indem er sagte, nun bleibt nichts übrig, nun musst du sehen, wie du dir alleine hilfst. Und er machte mich zum Mitpächter mit drei anderen Juristen und ihm einer großen Yacht südlich Oldenburgs, etwa 5 Kilometer im Quadrat, eine herrliche Yacht. Und ich als Mitpächter hatte nun dort alle Rechte, konnte jeden Stück Bodens betreten, jeden Garten, konnte mit der Landschaft also zwei Jahre hindurch leben, so innig mit ihr vertraut werden, mit den Bauern vertraut werden, dass es mir eine ungeheure Hilfe war, dieses Leben. Aber so herrlich die Yacht war, damals gab es noch das Moor,
das heute kultiviert ist, ins Unendliche am Rande des kultivierten Landes, dieses Moor wie ein Meer, immer weiter, man sieht nichts anderes. Heute ist das nicht mehr. Dann gab es die Hunte-Landschaft dort, ein Stromgebiet, ungemein mannigfaltig, schöne Wälder, Buchenwälder, Tannenwälder, unvergesslich für mich. Aber die Yacht, ich war schon krank, ohne es zu wissen. Und das Gewehr festzuhalten beim Zielen, war eigentlich über meine Kräfte, es wackelte immer. Und eines Tages fand ich mich in einem Walde ganz allein und weinte und dachte, ich kann nicht. Wusste aber nicht eigentlich, wie und warum. Mit anderen Worten, damals begann mein Bewusstsein, körperlich nicht gewachsen zu sein. Meine Krankheit. Diese Krankheit wurde nun, als ich 18 Jahre alt war, unser Hausarzt, die Sache nie ernst nahm, es immer für Influenza, so nannte man damals die Grippe, erklärte, während diese Fieberanfälle von meinen Bronchien kamen, hat Dr. Frenkel in Badenweiler, den ich besuchte als Freund unserer Eltern, festgestellt, dass ich Bronchiektasen hätte und mir klar auseinandergesetzt Folgendes. Sie sind nicht tuberkulös, Sie sind nicht ansteckend, brauchen keine Sorge haben. Aber Sie haben Bronchiektasen, die sind unheilbar, mit denen müssen Sie leben, mit denen können Sie auch leben, wenn wir es richtig einrichten. Und Sie werden ein ausgezeichnetes Leben vor sich haben, wenn Sie wollen. Und drittens, es kommt auf eines an, nämlich die Therapie. So wie Sie dafür sorgen, dass Ihre Bronchien stets leer sind von Sekret. Sie müssen ständig expektorieren, hören die Fieberanfälle auf und Ihre Krankheit schreitet nicht fort. Sie haben sie, aber sie bleibt, wie sie ist. Nun, alles hat sich bestätigt, so wie er es gesagt hat. Und er, mein Arzt, bis zum Jahre 38, Freund und Arzt, übrigens ein in der ärztlichen Welt berühmter Mann, der die Strophantintherapie entdeckt hat, der nahm sich meiner an, wie ein Arzt, der auf seinen Patienten stolz ist. Und half mir nicht bloß, solche Ärzte kommen zuweilen vor, nicht bloß körperlich, sondern wollte nun, aus mir muss was werden. Ich erzähle zwei Beispiele. Als ich am Ende meiner Studienjahre war, stellte er eine Beziehung her zwischen mir und dem Oberarzt der psychiatrischen Klinik Willmanns und veranlasste, dass ein damals zum ersten Mal von Recklinghausen konstruierter Blutdruckapparat, den er, Frenkel, schon hatte, er war noch nicht im Handel, von mir benutzt würde, um eine Untersuchung zu machen über Blutdruck bei Geisteskranken mit Hilfe von Willmanns. So setzte er mich in die Klinik hinein, mein Arzt, damit ich sozusagen an der Forschung teilnehme. Ich war hingerissen, großartig. Und ein anderes Beispiel. Ich bekam im Jahre 21 einen Ruf nach Greifswald. Der war unmöglich, das Klima für mich ausgeschlossen. Als abends ich ihm es mitgeteilt hatte, kam Frenkel am nächsten Morgen um 8 Uhr schon. Wir lagen noch beide im Bett, meine Frau und ich, und erklärte, hören Sie mal, Jaspers, so offenbar klar, nicht wahr, das Klima in Greifswald ist für Sie ausgezeichnet. Na, nun ging das weiter. In der Fakultätssitzung, einem Dekan, vortrefflichen Ban Bartholomä, wurde die Sache besprochen und gesagt, Jaspers geht doch nicht nach Greifswald, für seine Krankheit ganz unmöglich, der bleibt hier, da brauchen wir nichts zu tun. Und Frenkel sagt zu mir, Sie müssen natürlich Ordinarius werden. Doch selbstverständlich, das muss man klug machen. Und dann auf der Straße ging er mit Herrn Bartholomä, dem Dekan, einem trefflichen Manne, so gemütlich, wie das damals war, Arm in Arm, und beiläufig wurde dann auch von mir gesprochen. Und Frenkel sagt, ich könne gut nach Greifswald gehen, das Klima schade mir nicht. Worauf Bartholomä in der Fakultätssitzung erklärt, ich habe von seinem Arzte gehört, er kann nach Greifswald gehen. Worauf die Fakultät sich entschloss, mir einen Ruf zu erteilen.
So hat Fränkel also in mein Leben eingegriffen als Arzt. Mir unvergesslich, Arzt und Freund, von vornherein offen und immer in der Klugheit hilfreich. Mein Verhältnis zur Universität hat einen sehr eigenen Charakter. Als ich mit 18 Jahren zur Universität kam, hatte ich das Bewusstsein, gleichsam heilige Räume zu betreten. Nichts schien mir großartiger als Universität. Alle Wahrheit lässt sich dort finden. Ich hatte das Glück, hervorragende Professoren zu sehen und zu hören und gleichzeitig das Glück, noch völlig unreflektiert, ganz gewiss zu meinen, die Universität, das ist eine große, abendländische, übernationale Sache, wie die Kirchen. Da gehöre ich einer Gemeinschaft an, die mich nicht bindet an Staat und dergleichen, sondern da gehöre ich der Gemeinschaft an, die nichts will als bedingungslos und uneingeschränkt Wahrheit. Ich kam zunächst nach Heidelberg im Herbst 1901. Dann ging ich im Herbst 1901. 1902 ging ich nach München, dann nach Berlin, dann nach Göttingen. In Göttingen blieb ich jahrelang zu arbeiten. Göttingen ist die eigentümliche Luft, in der man nüchtern einfach tätig ist und lernen soll und will. Während in München etwa meine Beschäftigung mit der Schwabinger Welt durchaus umfangreicher war als die mit der Universität. Aber nur ein Semester. Als ich in Göttingen studierte und mir nun überlegte, ich war inzwischen Mediziner geworden, anfänglich war ich Jurist, mir überlegte, was werden soll, da erinnerte ich mich an Heidelberg und hatte das Bewusstsein, nun kenne ich die deutschen Universitäten. Die einzige, die einen Adel hat, ist Heidelberg. Das habe ich ein Semester erlebt. Da geht es merkwürdig zu. In Heidelberg nämlich kommen alle Völker zusammen. Das ist eine europäische Luft. Da gibt es Leute, die wie Max Weber zwar nicht lesen, aber gleichsam anwesend sind, und andere von so hohem Niveau, von so etwas, von einer Dimension der Geistigkeit, die über die bloße Wissenschaft auch noch hinausgeht. Dort gibt es die merkwürdigen Leute aus aller Welt, die da zusammenkommen. Das war die Zeit vor 1914. Da gibt es die vielen Russen, Revolutionäre, die dort eine Gruppe bildeten, eine eigene Bibliothek hatten, eine große Rolle spielten wegen ihres überlegenen Geistes. Da gab es Amerikaner, da gab es aus aller Welt die Leute. Man fühlte sich in Deutschland weit über Deutschland hinaus. Und diese Luft war schwer zu schildern. Ich habe es mal irgendwo gedruckt. Als ob man einen Meter über dem Boden lebe, in der Luft schwebe. Mit der Bevölkerung hat das kaum einen Zusammenhang. Es ist etwas in der Landschaft, was dem entspricht. Das Hölderlinsche Heidelberg-Gedicht spricht etwas davon aus. Es ist etwas, als ob es sich hier um die Menschheit handle und als ob hier quer durch die Fakultäten hindurch die Professoren sich treffen, trotz aller Spezialisierung auf ein Ganzes gerichtet, mit merkwürdig ausgeweiteten Interessen, mit einer merkwürdigen Beteiligung einer ganzen Anzahl von Frauen,
die Gattinnen der Professoren natürlich nur ein kleiner Teil, spielten in dieser geistigen Welt eine wesentliche Rolle. Nun in Göttingen dachte ich, die noble Universität, das ist Heidelberg, ich gehe nach Heidelberg zurück. 1906 war es. Und bin seitdem in Heidelberg geblieben, erst als Student, bis ich Professor wurde und bis 1948, als ich nach Basel übersiedelte. Dieses Bewusstsein der Universität, das mich so ganz durchdrang, schon als Student und dann als Professor, als ob dieses hier wie ein Märchenland sei, vom Staate eingerichtet, vom Staate gewollt, etwas Staatsunabhängiges, Überstaatliches, in dem man anständig bezahlt, bescheiden leben kann, man muss keine zu großen Ansprüche stellen, kann in der Welt viel mehr erreichen. Aber wenn man das in Kauf nimmt, dann so frei ist wie nirgends in der Welt, sonst niemand erteilt einem Weisungen. Die Weisungen, was man tun will, kommen von einem selber. Die ganze Verantwortung liegt bei uns. Also etwas an Freiheit und Weite, unvergleichlich. Ein Märchen in unserer Zeit. Nun war aber diese Idee bei mir ernst gemeint. Und sie war wohl bei sehr vielen Kollegen nicht ernst gemeint. Die überwältigende Mehrzahl dachte primär national. Ich will Ihnen zwei Beispiele erzählen. Im Jahre 1919 war ich nach dieser sogenannten Revolution, ja, die wie alle unsere Revolutionen Kindereien waren, bisher, hoffentlich nicht in Zukunft, da war ich infolge dieser Revolution Vertreter der Nicht-Ordinarien, der Privatdozenten, in der Fakultät und im Senat. Im Senat kam aus Berlin, ich glaube vom Rektor Meinecke unterzeichnet, die Aufforderung zu protestieren gegen die Bedingungen des Friedens, die bald dann öffentlich wurden in den Verhandlungen über den Versailler Vertrag. Und ich erklärte in der Senatssitzung als Privatdozent, mir scheine, wir haben hier gar keine Stellung zu nehmen, denn wir sind eine überstaatliche Korporation, die sich um staatliche Dinge nicht zu kümmern hat. Die Sache ist außerordentlich ernst, sage ich. Was wir tun sollen, wenn diese Bedingungen kommen, das steht in jedermanns Hand. Da gibt es, was Max Weber will. Und ich glaube, jeder von uns, wir sind doch alle Staatsbürger, außer dass wir Professor sind. Als Staatsbürger hat sich jeder zu überlegen, was er will. Und Max Weber ruft auf zum passiven Widerstand und zum Guerillakrieg, das Leben einzusetzen für die Nation. Das lässt sich hören, sage ich. Ich persönlich bin dazu nicht bereit, weil ich physisch nicht imstande bin. Ob ich es im anderen Fall wäre, will ich nicht entscheiden. Aber jeder von Ihnen, der jetzt hier protestieren will, was schriftlich sehr billig ist, würde seinen rechten Weg finden, durch Handlung gegen das, was in Versailles geplant ist. Also ich stimme dafür, dass wir als Universität nicht unterschreiben. Ich wurde überstimmt, man war freundlich. Aber ich blieb allein. Ein zweiter Fall. Das ist der Fall Gumbel im Jahre 1924. In diesem Falle hatte ein Privatdozent öffentlich in einer Versammlung von Kriegsteilnehmern, 1000 Leute, unter zustimmender Begeisterung dieser Kriegsteilnehmer gesagt, das Wort, diese armen Menschen, die, ich will nicht sagen, im Kriege auf dem Felde der Unehre gefallen sind, aber doch auf schreckliche Weise ums Leben kamen. Dieser Satz erregte solche Empörung bei der Professorenschaft,
In Heidelberg, alle national, alle schlugen sich an die Brust. Solch eine Frechheit, solche Beleidigung der Kriegsteilnehmer. Ich bin nicht in den Krieg gegangen, sagte ein Kollege in der Sitzung, um mir so etwas sagen zu lassen. Trotz der staatsmännischen Überlegungen des Kollegen Jaspers, die ich anerkenne, ich hätte auseinandergesetzt, dass uns wiederum in diesem Falle die Sache nichts angehe, was aber natürlich betrifft ein Verhalten, das staatsfeindlich wäre, so müsste man das prüfen. Wir haben das geprüft. Ich war in der Kommission. Auf meine Veranlassung verhörten wir eine ganze Menge von Kriegsteilnehmern, unter denen sämtliche erklärten, dass sie nicht beleidigt waren durch die Worte Gumbels. Diese Beleidigung hat offenbar mehr die Professoren betroffen als die Kriegsteilnehmer. Meine Kollegen, zwei vortreffliche Herren, waren mit mir einig. Wir kamen zu dem Ergebnis, die Details, die sehr zahlreich waren, zu erörtern, führt viel zu weit, dass kein Anlass besteht, Herrn Gumbel die Venia Legendi zu entziehen. Er hat keine Verfehlung gegen den Geist der Universität vollzogen und hat das Recht zu seiner Meinung. Dieses Gutachten, von uns gemeinsam verfasst, wurde an die Fakultät weitergegeben, wie es aber so zu sein pflegt, natürlich sofort vorher schon bei den Kollegen bekannt. Und die Kollegen, der überwältigenden Mehrzahl nach, ja, ich meine sogar nach dem Ergebnis, alle waren empört. Meine, ich muss wiederholen, sehr verehrten Kollegen, sachlichen Kollegen, fürchten sich der Stimmung, wie es in Deutschland leider so oft ist. Man will doch sein wie die anderen. Man will doch in der Korporation gemeinschaftlich bleiben. Und das Gewicht dessen, was die Kollegen in einer Mehrzahl sagen, wird so groß, dass es zum Anstand gehört, sich dem zu fügen. So taten es auch meine beiden Kollegen und telefonierten am nächsten Tage mich an und fragten, ob ich einverstanden sei, dass sie ihre Unterschrift von diesem Gutachten zurückziehen. Es war schon unterschrieben. Worauf ich antwortete, selbstverständlich, ich werde das doch nicht hindern wollen, aber mein Gutachten bleibt. Unser gemeinsames Gutachten ist jetzt mein Gutachten und Sie machen ein zweites. So geschah es. Und in der Fakultätssitzung wurde geredet, stundenlang, mit dem Ergebnis, dass die gesamte Fakultät gegen mich stimmte und ich als Einziger für mein Gutachten. Es war mir bedrückend, nicht schön, aber ich verhielt mich nach einem völlig anderen Prinzip. Ich hatte auf der Schule, wie ich berichtet habe, gelernt, allein stehen zu können. Ich bin gar nicht mutig. Ich bin gar kein Held. Ich habe niemals mein Leben riskiert. Ich würde mich sehr hüten, es zu riskieren. Aber in einem Punkte habe ich auf der Schule gelernt. Prestige, Ansehen, das imponiert mir nicht. Sondern da verhalte ich mich unkonventionell und rede und handle nach dem, was mir evident einleuchtet. Was den Fall Gumbel betrifft, haben so viele Menschen mir später gesagt, ich hätte ja recht gehabt. Nun, da war es vorbei. Ich habe Ihnen das als ein Beispiel, als ein zweites Beispiel erzählt, dafür, dass ich die Universitätsidee über alles andere stelle. Denn es handelte sich im Falle Gumbel um die Freiheit der Meinung und des Wortes. Wenn wir dazu kommen, dass wir einen Professor wegen seiner Meinung oder der Form seiner Äußerungen disziplinarisch verfolgen,
können, dann sind wir alle verloren. Dann kommt am nächsten Tage schon etwa die Anklage wegen Gotteslästerung, weil irgendeine Kirche sich beleidigt fühlt oder anderswoher. Die Freiheit der Universität, sagte ich damals und habe eingehend gesprochen, was das sei, bedingungslos, nur wenn ein Professor sich gegen das Strafgesetzbuch vergeht und gerichtlich verurteilt ist, dann wird er auch disziplinarisch entfernt. Wenn aber das Strafgesetzbuch nicht berührt ist, ist der Professor frei zu jeder Meinung. Nun, ich habe es damals vertreten, ein zweites Mal. Sie sehen, was diese Universitätsidee mir bedeutet. Das war nicht der Eigensinn einer Meinung. Es war nicht etwa der Machtwille, durchzusetzen, dass Gumbel bleibt. Was Gumbel passiert, das ist sein Schicksal. Als daher der Dekan, anständigerweise, nachdem ich überstimmt war, mich fragte, ob ich an die Regierung in Karlsruhe nicht ein Separatvotum machen wollte gegen die Fakultät, antwortete ich nein. Denn ich weiß, dass der dortige Minister Remmele, SPD, aus parteipolitischen Gründen für Gumbel ist. Aus Gründen, die geradezu unserem Freiheitsgedanken ins Gesicht schlagen. Denn die SPD hat sich in jedem Falle uns gegenüber erwiesen als Partei und nicht als geistige Universitätsverwaltung der Freiheit. Darum will ich nicht durch einen Akt einer solchen Regierung mich mit dieser Regierung gemein machen. Darum verzichte ich auf mein Separatvotum. Manchmal dachte ich, ich sitze hier nun als Vertreter der Universität unter Universitätsleuten. Ich vertrete dieselbe Idee wie die anderen. Aber wie ist es denn eigentlich? Vertrete ich sie oder vertreten die anderen sie? Nach meinem Horizont verraten die anderen die Freiheit. Ich bin für die Freiheit der Universität, der Idee. Ich bin sozusagen ein Kuckucksei in der Gesellschaft, nämlich als Vertreter der Sache selbst, der übernationalen Idee gegen die Konventionen eines Standes, einer Gesellschaft, die ich als solche nicht respektiere, aber eine fatale Situation und in der Formulierung wahrscheinlich auch nicht aufrechtzuerhalten. Nun würde ich zu einer weiteren Sache kommen. Es ist merkwürdig mit meiner Laufbahn, wie ich zum Professor geworden bin. Das ist so völlig abnorm, dass man sagen muss, zu meinen Gunsten, ein freundlicher Engel war im Spiel. Oder umgekehrt, ein großartig betrügender Engel hat die Herren Kollegen hereingelegt, dass sie mich haben hochkommen lassen.